Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, heute haben wir mal keine WM-Qualifikation. Heute steht das Freundschaftsspiel gegen Deutschland an. Ihr wisst ja, wir konnten uns gestern zwischen drei Nationen entscheiden. Ich habe mich dann für Deutschland entschieden und deswegen machen wir heute das Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Trikots können wir mal Deutschland rot spielen lassen. So, Aufstellung kann ich so lassen. Ja, dann fangen wir mal an. 2003 exportierte Deutschland über 90 Millionen Autos, 30 Millionen mehr als Japan. Ja, Deutschland Exportweltmeister, vor allem in Autos, ist, denke ich, bekannt. Ich habe mich mal nochmal informiert wegen dem Info da gestern, wegen Paraguay. Da kam ja auf, solange beide Duellanten registrierte Blutspender sind, sind Duelle in Paraguay erlaubt. Da wusste ich nicht genau, was war jetzt mit diesen Duellen da auf sich hat. Ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert und damit sind die Waffenduelle gemeint. Das heißt, in Paraguay sind Waffenduelle erlaubt, wenn beide Duellanten registrierte Blutspender sind. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Also, keine Ahnung, was da für einen Hintergrund hat. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Ich habe nur erfahren, was es mit dieser Regel da auf sich hat. Ihr könnt euch ja selber nochmal drüber informieren, wenn ihr noch weiter daran Interesse habt. Mir soll es jetzt egal sein. So, also heute das Freundschaftsspiel. Gestern hatten wir ja wieder mal einen Sieg angefahren der WM-Quali. Heute mal zur Abwechslung ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland, gegen den WM-Gastgeber. Mal sehen, wie wir uns mal gegen einen interkontinentalen Gegner schlagen. Einfach mal zum Test, wo wir stehen. Das denke ich mal eine gute Erfahrung kann das sein. So, ja, heute zweiter Teil der WM-Analyse. Gestern hatten wir den ersten Teil, da haben wir Spanien, Frankreich und Portugal abgearbeitet. Heute geht es weiter und ja, passend zum Gegner machen wir heute einfach mal Deutschland. Und es gibt die erste Chance für die Deutschen. Das war ja ein klasse Schuss. Also heute die Analyse der Deutschen. Ja, und da fange ich einfach mal an. Ich treffe jetzt gleich mal eine Aussage, wo ich mir wahrscheinlich nicht viele Freunde mitmache. Und die Aussage lautet wie folgt: Deutschland wird nächstes Jahr nicht Weltmeister. Das ist meine Meinung. Gründe dafür. Ja, Gründe. Zum einen denke ich, liegt es am Trainer. Unter Löw werden wir, denke ich, keine Titel gewinnen. Das ist so, seit 2008 ist da irgendwie ein Fluch drin, da geht nicht viel. Und vor allem, wenn es gegen Gegner wie Spanien oder Brasilien geht, denke ich, wird das eine ganz enge Sache werden. Oh, was war das? Da hat uns der Leck ein bisschen gestört gerade. Deswegen geht der Ball nicht rein. Ich versuche das mal gerade zu beheben. Gehen wir mal wieder zurück ins Spiel. Also jetzt zurück wieder zur Analyse. Ja, Deutschland, denke ich, wird nicht Weltmeister werden. Das hängt natürlich alles von der Tagesform, von den Gegnern ab. Man kann ja im Viertelfinale kann man schon auf einen großen Gegner treffen und kann ganz schnell vorbei sein. Deswegen sage ich trotzdem, Deutschland wird kein Weltmeister werden. Die Mannschaft ist zwar gut, es sind viele Top-Spieler drin, sie ist vor allem in der Breite ganz, ganz stark, obwohl es jetzt viele verletzte Ausfälle gab, wie zum Beispiel Khedira.
Es wird sehr, sehr eng werden mit dem Titel. So kann ich es, denke ich, ausdrücken. Andere Mannschaften, finde ich, sind derzeit einfach besser drauf, obwohl man jetzt gegen England mit 1:0 gewonnen hat. Da sind wir aber bald schon beim nächsten Gegner, zu dem komme ich gleich. Ja, ich denke, mit Deutschland können wir heute abschließen. Also Deutschland, ja, ich denke mal, sie werden es wieder ins Halbfinale packen. So viel kann ich schon sagen. Und 1:0 jetzt. 1:0, Tevez ist das, ja, wird nicht angezeigt. Kommt der relativ weit zum Schuss. Also 1:0 jetzt hier im Testspiel gegen Deutschland. Sieht schon sehr gut aus. So, gleich müsste dann Halbzeit sein. Ja, so ist es. Dann gibt es wieder einen Break und wir sehen uns gleich wieder. Und nochmal kurz was zu Deutschland. Also wenn wir wieder auf unsere Angstgegner Spanien und Italien treffen, ja, dann sage ich einfach mal, dann ist es da wieder vorbei. Da hat man jetzt ja gegen Italien 1:1 geschafft, aber bei der WM werden das total andere Spiele werden. Es ist auf neutralem Boden, die Bedingungen in Brasilien sind total anders als in Europa. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Mal sehen, was sich da am Ende noch entwickelt. Man muss jetzt einfach abwarten, wie vor allem die Mannschaft, ob sie die Ausfälle kompensieren kann. Ja, jetzt gibt es erstmal Halbzeit hier. Wir machen den Break und sehen uns.